Meine Verwandten mussten in Hamburg beim Roten Kreuz den Antrag auf Familienzusammenführung stellen. Und mein Vater hatte anonyme Briefe an meinen Onkel geschrieben, wo wir eingesperrt waren. Und da meinem Vater haben seine eigenen Kollegen, er war bei seinen polnischen Kollegen beliebt, obwohl er nicht Polnisch konnte, haben ihm klar gemacht, dass er beschattet würde, ja, von Polen. Die haben uns nicht getraut. Und da hat mein Vater anonyme Brief noch an meinen Onkel geschrieben, dass er ein Hilfsmittel hatte für die Operation Link. Und da kamen sie dann auf eine Liste vom Roten Kreuz. Und diese Liste ging dann an die Polen. Und danach haben die dann die Leute ausgesucht, aus ganz Schlesien. Ich glaube, dass wir aus Hirschberg, wo wir raus sind, ich habe letzt überlegt, die einzige Familie waren. Sie haben mich gefragt, ob ich Fotos hätte. Wir haben da anderes im Kopf gehabt, das zu fotografieren. Aber etwas habe ich dabei. Mein Vater konnte ja malen. Und wir kamen, wo wir also rauskamen, in ein Auffanglager in Breslau-Hunsfeld. Ein Gasthaussaal, 700 Menschen, doppelte Holzbetten mit Strohsäcken, die so eng standen, dass man so quer durchgehen musste. Ja, also wir haben nur gedacht, wenn jetzt ein Feuer kommt, ja. Und mein Vater hat das von seinem Bett aus gezeichnet. Das habe ich da. Wie lange waren Sie in diesem Lager in Breslau? Ich habe überlegt, wie lange das war. Das war wohl es war keine ganze Woche, aber immerhin, ich hatte Glück. Die haben gefragt, ganz am Anfang, wer kann Schreibmaschine schreiben? Ha! Gut konnte ich nicht, aber ich konnte. Da kam ich ins Büro und brauchte wenigstens nicht, es war sehr kalt, wir sind im März rausgekommen, die anderen mussten gerade Kartoffeln schälen und so, und ich kam da in das Büro. Und der Chef war ein polnischer Jude, der Deutsch sprach und sehr freundlich war. Der hat sich sehr viel Zeit mit mir unterhalten, ja. Ich habe da brav Listen und alles Mögliche geschrieben. Und wo es dann soweit war, dass er rauskam, sagt er zu mir: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, kommen Sie zu mir. Und die Schwierigkeiten hatten wir. Die wollten uns restlos beklauen da, ja, bei der. Also die Großgepäckkontrolle lief gut. Da habe ich zufällig den guten Zöllner aus Hirschberg gehabt, den ich noch kannte, ja. Aber die Handgepäckkontrolle, da wollten sie uns also. Es war Regel. Eine Frau, zwei Schmuckringe, ein Ehering. Das war festgelegt. Und ich habe von meiner Tante einen Aquamarinring gehabt und von mir so ein silbernes Ringlein mit dem Rauchtopas. Da sagt er: Ich soll ihm einen Ring geben. Ich gesagt, nein, eine Frau darf zwei Ringe behalten. Ich war ja frech da, nicht? Nein, ich soll ihm einen geben. Er hat nicht locker gelassen. Da habe ich meinen Silberring abgezogen und ihm rübergeschmissen. Guckt er den an? Er möchte den anderen, weil er gesehen hat, wie wertvoll der andere war. Ich gesagt, nein. Sie haben gesagt, einen. Und den einen habe ich ihm gegeben. Und die haben aber uns, also wir hatten ja noch mehr Schmuck, die Mutti hatte was um und so, haben sie alles weggenommen und fingen dann an, Gepäck durchzusuchen. Und man hatte ja im Handgepäck Dinge, die man retten wollte, verstehen Sie? Und da bin ich zu dem Kommandant und der ist mitgekommen. Und dann hat er gesagt, so, was haben die ihn weggenommen? Habe ich gesagt, was da an der Kassette ist. Aufmachen zu seinen eigenen Leuten. Ich habe ja da Polnisch gesprochen, nicht? Und da sagt er dann, was ist das? So, das und das. Und dann hat er alles, bis auf so ein paar kleine Stücke, konnte man in die Bestimmungen unterbringen. Und dann war da ein kaputter Ring von mir, ein goldener, und noch so ein paar Kleinigkeiten. Und da sagte der Kommandant zu den Klauern: Und deswegen wollen Sie das Ansehen des polnischen Staates aufs Spiel setzen. Dann haben sie uns alles wiedergegeben. Und mittlerweile hatte dann auch mein Vater sich da gerafft und hatte denen gesagt, so lange habe ich also für die Polen gearbeitet. Mein Vater war Vormund für drei polnische Mädchen, denen er also das P erspart hat und Schule ermöglicht hat und alles und so weiter, ja.
Das hat er denen dann vorgehalten und da waren sie dann schon so ein bisschen wackeliger geworden. Dann haben die uns alles wiedergeben müssen. Aber Ruhe habe ich erst gehabt, als die Grenze hinter uns war, nicht? Was hatten Sie sonst mit? Also Bettwäsche auch? Alles. Wir haben auch sogar Möbel mitgebracht bei der Operation Link. Zerlegte Möbel. Was waren das für Möbel? Bett, pro Person ein Bett, ein Stuhl, pro Familie ein Tisch und ein Schrank. Andere Gegenden durften mehr mitbringen, nicht? Und dann war es so, die Leute kamen aus ganz Schlesien mit 9 Wagen Gepäck. Und der Zug, mit dem wir weiterfahren sollten, hatte 3 Wagen für Gepäck. Haben die also versucht, mehr rauszuschinden, nix. Dann haben wir also im Hof, jede Familie hat ihr Gepäck aufgestellt und dann haben die Deutschen eine Kommission gemacht und ging dann das Gepäck, macht doch das so, legt das ineinander, das müsst ihr da lassen und so, ja. Und dann, wo es soweit war, wo Zollkontrolle war, waren unsere ganzen Männer am Zug. Es ist nichts da geblieben. Da ging aber auch keine Hand mehr dazwischen. Die haben alles eingepackt in die 3 Wagen, nicht?